Das Vertrauen ist nun einfach mal weg. Und meine Wut muss ja irgendwo hin. Ich kann mir ja nicht unentwegt, wenn ich wütend bin, ein Che Guevara-T-Shirt bei Prada kaufen. Und damit dann voll wütend über den Kudamm laufen. Ich muss doch endlich mal Form entwickeln, damit meine Wut in irgendwas hineinfließen kann, bei dem ich das Gefühl habe, Sachen ändern sich. Und zwar nicht immer nur Sachen, die man kaufen muss. Ich kann immer nur den ganzen Style um mich herum austauschen. Mehr kann ich überhaupt nicht austauschen. Ab und an kann ich mit jemand anderes den Körper tauschen. Aber das geht dann auch immer nur ein, zwei Tage. Dann sucht er sich schon wieder einen anderen Körper. Wieso auch nicht? Diese Körper sind ja alle genormt. Da kann er sich auch einen anderen Körper nehmen. Der erkennt ja gar nicht die Differenz, die ich hier immer versuche herzustellen. Meine Versuche, Differenz herzustellen, sind einfach zu zaghaft. Ich müsste da mal etwas mutiger vorstoßen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe noch keine Richtung gefunden. Ich bleibe immer gleich. Und das kotzt mich an, dass ich immer gleich bleibe. Gestern habe ich mir bei Escada dieses Hemd hier gekauft. Echt hübsch, oder? Aber mein Leben hat sich überhaupt nicht verändert dadurch. Ich bin immer noch die Gleiche. Ich bin einfach die Gleiche. Und ich bin gar nicht richtig hier. Ich bin irgendwie so ein Kind, das seit 14 Jahren von seinen Eltern in einem Hotelzimmer in Hongkong oder Peking oder Shanghai auf einer Geschäftsreise oder Promotour oder was weiß ich auf der Steuerflucht in den Pazifischen Ozean einfach zurückgelassen wurde. Und ich sitze hier immer noch und alle sprechen Chinesisch und sind ganz nett. Aber ich verstehe nichts und keiner redet mit mir. Und ich warte hier immer noch, dass meine Eltern zurückkommen und mich abholen oder dass sie irgendjemand vorbeischicken, der mich mitnimmt oder dass mal irgendeine Nachricht von denen kommt, damit ich irgendeinen Anhaltspunkt habe. Ich habe keinen Anhaltspunkt, das habe ich nicht. Ich bin wie Geld. Verdammt, ich bin wie Geld. Ich bin alles und überall und keiner kann meinen Wert einschätzen. Und jeden Tag muss geguckt werden, ob ich überhaupt noch was wert bin. Das wechselt nämlich jeden Tag. Mein Wert, meine Beziehung zu anderen. Und dauernd laufe ich Gefahr, komplett wertlos zu werden über Nacht. Dauernd laufe ich Gefahr, komplett einzubrechen. Ich bin wie Geld. Alle wollen mich haben und zwar ganz viel. Aber ich schaffe es einfach nicht, irgendwen glücklich zu machen. Auch wenn die das immer glauben. Und ich darf überall hin. Aber ich kann meinen Wert einfach nicht mehr abschätzen, weil es da keine Richtlinien gibt. Die lösen sich gerade alle auf. Ich bin wie Geld. Und das ist auch was Schönes. Denn Geld ist überall. Kennt keine Grenzen, keine Moral, keine Angst. Manchmal ist es scheu. Wenn es Sicherheiten garantieren soll, dann zieht es sich lieber zurück. Und das mache ich auch. Ich bin am liebsten immer ganz schnell weg, wenn es darauf ankommt. Das wird mir immer alles zu riskant mit dir, mein Schatz. Du bist nett und süß, aber es gibt im Moment einfach lukrativere Märkte als dich. Du willst einfach zu viel. Das kann ich dir doch gar nicht geben. Ich muss doch meine Ressourcen schützen. Verdammt! Nochmal, jetzt habe ich mich mit meinem Prada-Rock in meiner Bluse verhakt und alles klemmt hier irgendwie fest. Scheißegal! Ich verdiene 200.000 im Jahr. Und manchmal wird mir das ausgezahlt in einer Weise, dass das 2 Millionen sind an Wertpapieren. Die kann ich dann aber gar nicht einlösen, weil dann würde der Kurs zusammenbrechen und dann wäre die Firma, für die ich arbeite und die mir anteilsweise gehört, nichts mehr wert. Dann wäre ich arbeitslos und dann könnte ich auch diese Wertpapiere total vergessen. Manchmal bin ich einfach weg. Da bin ich einfach weg. Da hatten alle so große Hoffnungen in mich gesetzt, dass ich ihr Leben ändere, dass jetzt eine ganz, ganz große Zukunft vor ihnen steht. Aber dann bin ich einfach weg. Du bist so ein lieber Hase, aber du wohnst einfach in einem falschen Land. Ja, tut mir leid. Aber das rentiert sich gerade alles nicht für mich. So, was jetzt? Ich müsste ja jetzt mal irgendwie weiter. Aber mein Körper klebt hier so komisch fest. Der bewegt sich ja unendlich schnell durch Zeit und Raum, aber ich klebe hier mal diesem Ort und werde immer unbeweglicher. Seltsam. Ich habe auch gerade gar kein Bedürfnis mehr nach irgendwas. Ich bleibe jetzt einfach mal hier und halte das aus. Morgens, wenn du da lagst neben dir oder wenn du deinen Rollkoffer stundenlang durchs Wohnzimmer gefahren hast, weil du wieder nicht mitbekommen hattest, dass das meine Wohnung, nicht irgendein scheiß Flughafen war, auf dem du panisch hin und her rennen musst, damit die Leute nicht denken, du seist in eine Angststarre verfallen. Oder wenn du wie immer zum Armbrot
nichts gegessen hast, weil dein Körper bald auseinanderfällt. Von lauter Überdrehung und Kraftlosigkeit und du den unentwegt abstrafen musst. Diesen Körpercontainer, mein Gott. Hab ich alles so gelangweilt, das glaubst du gar nicht. Ich bin ja jedes Mal eingeschlafen, wenn du wieder besoffen morgens um 4 in Zeitlupe mit 40 Stundenkilometern gegen irgendeinen Kinderwagen hier in der Gegend geknallt bist. Willst du dich dann wieder abholen, was da auf dem Kranken?